Projekt Bulgarien 2021 ist jetzt endgültig vorüber. Aber ich bin nicht traurig, nein, ich bin glücklich. Denn kein Urlaub zuvor habe ich so viele Requisiten geholt wie diesmal. Bulgarien ist ein gutes Land, um Spielzeug zu kaufen, wirklich. Bulgarien ist so, als ob du ein gesamtes Action, also der Laden-Action als Land hättest. Und was ich geholt habe, das zeige ich euch jetzt alles. Manche dieser Sachen kennt ihr und manche dieser Sachen sind neu, aber keine Angst, ich werde sie alle einzeln vorstellen. Erstmal dieses Schwert. Nichts Besonderes, kennt ihr schon. Außerdem, dass ich Schwerter sammle, ist nichts Neues. Oder zum Beispiel dieser Mini-Panzer. Ich möchte nur kurz sagen, Krieg in Film und Serien kann unterhaltsam sein, aber wahrer Krieg ist alles andere als lustig. Das wollte ich nur kurz sagen. Diese Peitsche. Ich werde sie wirklich nur als Requisite benutzen. Ich habe weder einen Jungen noch ein Mädchen als Freund oder Freundin. Den Ananashut. Ich liebe diesen Hut. Baba Papa Luftmatratze. Keine Angst, SpongeBob ist immer noch meine Lieblingsserie, aber die Baba Papas, die mag ich auch sehr. Das Baba Papa Handtuch. Das habe ich total vergessen, dass ich das habe. Seid doch ehrlich. Die Baba Papas sind zum Knuddeln, habe ich nicht recht? Diese billigen Five Nights at Freddy's Kopien mit Einzelteile und 6 Sonic Spielzeugpuppen aus Gummi. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ihr noch nicht kennt. Ein weiteres Schwert. Dieses habe ich mir geholt, weil es aussieht wie diese Schwerter, die man in diesen alten Arcade-Pixel-Spielen benimmt. Diesen Plüschtieradler. Sowohl Amerika als auch Deutschland haben einen Adler als Vorbild. Warum? Ganz einfach. Ein Adler symbolisiert Stolz. Und diese 3 abwaschbaren Tattoos. Brennende Schlange, brennender Totenkopf und verfluchter Werwolf, glaube ich zumindest. Und natürlich auch das High-Tattoo, was 2-3 Wochen hält. Aber das habe ich in einem anderen Video schon gezeigt. Seht ihr? Wie auch immer, jetzt bin ich zurück in meiner Heimat und ich freue mich schon loszulegen mit den ganzen Videos.